Moin. So, heute ist der 7.4. Wir haben also noch 18 Tage, bis die Norddeutsche Meisterschaft in Bankdrücken stattfindet. Ich habe mich wieder von meiner Erkältung erholt. Ich hatte gestern mein erstes richtiges Training wieder. Und natürlich war Brusttag dran. Ich muss ja mal gucken, wie da so der Stand der Dinge ist. Das werdet ihr heute erfahren. Wir erfahren aber auch ein bisschen was von unserem Bruchpiloten, der Moni, was der so passiert ist. Das wird sie aber nachher selbst erzählen. So, und dann schauen wir auch einfach mal, wie das Training heute gelaufen ist, ne? Ich nehme euch hier mal kurz ein bisschen mit. Ja, wird ein bisschen wackelig, nicht kotzen jetzt. So, da seht ihr es schon. Und dann gleich mal viel Spaß beim Video. Wir fangen hier an mit Kerstin, die war auch dabei. Ich war leider nicht schnell genug mit dem Auslösen von der Kamera. Irgendwas ist ja immer, so als Kamerakind taug ich leider nicht so viel. Im Hintergrund, da läuft gerade Dennis rum. Kerstin hat einen ganz neuen Rekord aufgestellt. Sie hat nämlich zum ersten Mal in ihrem Leben 8 mal 35 Kilo beim Bankdrücken geschafft. Und wie immer war sie hinterher damit nicht zufrieden. Aber naja, irgendwas ist ja immer. So, jetzt die Wiederholung. Und 8, wenn sie was zu sagen hat. Ja, schön sieht das aus, ne? Aber immerhin 2,8. So, schauen wir mal hier, wir haben unseren Bruchpiloten. Da unten ist der Grund, warum sie jetzt ein bisschen aussetzen muss. Aber nur ein bisschen, nur ganz, ein bisschen. Ganz bisschen. Aber sie macht natürlich schon wieder alles. Ja, natürlich. So, erzähl nochmal, was war da passiert, Moni? Ich bin Longboard gefahren. So, was soll man nicht tun? Doch, mache ich auch. Und ich habe mich auch schon wieder draufgestellt, nochmal nebenbei. Na klar. Und beim Bremsen habe ich den Rollsplit unten am Boden nicht gesehen. Und dann bin ich so. Tja. Ich habe gedacht, mit 37 muss ich mir noch mal was brechen im Leben. Weil das hattest du noch nicht. Hatte ich noch nicht. So, jetzt weißt du das auch. Jetzt sind wir damit durch, musst du nicht wieder machen. Nein. Und du bist bald wieder fit. Yes. Sehr schön. Der kann gar nichts. Moni kann jetzt mit links und rechts Augenbrauen zupfen. Wir wollten das nochmal festhalten.